So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch, herzlich willkommen zurück bei mir. Mein Name ist Relix und heute schalte ich mich mit euch zusammen in das MMORPG Elion ein. In diesem Format, was ich letztes Mal schon über Camelot Unchained gemacht habe. Das heißt, mehr Freestyle, weniger redaktionelle Sachen wie bei Corepunk momentan, sondern hier ein paar Spielszenen zum Spiel und ein kleines Kommentar, einfach Freestyle von mir dazu. Ja? Das Spiel ist ja letztens mit einem neuen Trailer nochmal in die Medien gekommen, denn der Release-Tag in Asien wurde ja bekannt gegeben, das ist der 10. Dezember 2020 jetzt. Ist also nicht mehr weit entfernt, dass die Leute in Asien endlich Elion spielen können. Der Trailer, ja, ob man da jetzt mega gehypt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich denke, die von euch einschalten oder einige zumindest werden sofort eigentlich dran denken, okay, mal wieder so ein Asia-Grinder, kennen wir ja, Blade & Soul mäßig oder Black Desert mäßig. Ne? Der Publisher wird auch Kakao Games sein, der gleiche für wie für Black Desert. Und man kann auch jetzt schon sehen, dass von der Monetarisierung her ähnliche Systeme drin sind im Spiel. Das heißt, ihr werdet zum Beispiel nicht miteinander handeln können in Elion. Und da lässt schon sehr, sehr viel drauf schließen, dass das hier ein bisschen abkassiert wird wieder. Ne? Also der Ingame-Shop von Black Desert hat ja auch schon sich in die Schlagzeilen manövriert mit Kostümen, die, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Euro kosten. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel genau, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Und bei Elion sieht es zumindest mal, ich weiß nicht, wie es wegen den Kostümen aussieht, aber es wird auf jeden Fall so ein ähnliches System geben wie bei ArcAge, wie man es kennt, diese Arbeitspunkte. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das bezieht sich mehr aufs Crafting jetzt in Elion, aber es ist auf jeden Fall so, dass es eine Premium-Mitgliedschaft gibt, also in Asien ist es so, lässt sich natürlich auch stark vermuten, dass das hier bei uns nicht viel anders sein wird. Eine Premium-Mitgliedschaft, wodurch man die Regeneration erhöht. Ne? Also, ihr kennt das ja von ArcAge mit Sicherheit, wie das da gelaufen ist und wie sich das da auch entwickelt hat, ja, mit dem Game. Und ob es bei Elion genauso wird oder nicht, das sei mal dahingestellt. Werden wir natürlich dann erfahren, sobald es dann hier bei uns rauskommt. Fakt ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass der 10. Dezember natürlich jetzt für Asien gilt. Also ich glaube jetzt halt eben gerade für Südkorea, ne? Speziell für die anderen asiatischen Länder ist es natürlich auch noch nicht so weit, glaube ich. Aber Kakao Games released ja eigentlich dann schon ziemlich straff dann auch hier bei uns im Westen, weil eben hier auch schon die Strukturen vorhanden sind, um das Spiel eben auf den Markt zu bringen bei uns. Und soweit ich es noch im Hinterkopf habe, wurde schon erwähnt, dass es nur ein paar Monate sein werden, die es dauern wird, bis Elion dann auch zu uns kommt. Das heißt, wir können sehr stark davon ausgehen, denke ich mal, dass es auf jeden Fall in 2021 hier zu uns kommt. Und ich schätze sogar vielleicht noch im ersten Halbjahr von 2021. Das wäre jetzt auch so meine Vermutung. Denn zusammen mit diesem Trailer, also das ist nicht dieser Trailer, der Trailer ist schon ein bisschen älter, aber mit dem Release-Trailer und mit der Bekanntgabe vom Release-Datum ist auch eine westliche offizielle Seite für Elion wieder online gegangen. Die kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, ich habe sie nicht aufgemacht, ich weiß auch gerade nicht mehr die Adresse, aber da ist eine erste kurze Beschreibung von dem Spiel mit einer Grafik, wo sich zwei ein Org und weiß ich nicht was gegenüberstehen. Und da wird ganz kurz in so einem Text wird geteasert, worum es ganz grob in dem Spiel gehen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Was haben wir hier vor uns? Wird es ähnlich wie bei Black Desert werden? Wird es ähnlich wie bei ArcAge? Wird es eine Mischung von beidem? Es sind ja letztendlich die Entwickler, die Terra gemacht haben oder Player Unknown Battlegrounds. Ne? Ich denke, es wird
eine Kombination aus beidem und natürlich wird sich hier wieder redlich Mühe geben, dass ihr auch euren Geldbeutel aufmacht und in das Spiel investiert. Ich persönlich, und darüber können wir gerne in den Kommentaren auch ein bisschen reden, wenn ihr möchtet, ich persönlich bin ja sehr zwiegespalten, muss ich sagen, denn Black Desert habe ich eine ganze Weile gespielt, wirklich eine ganze Weile, und ich hatte auch mega viel Spaß in dem Spiel. Das ist es auf jeden Fall nicht. Also es war kein schlechtes Spiel. Terra war für mich auch kein schlechtes Spiel. Habe ich auch viele, viele Stunden drin verbracht. Aber mal bezogen auf Black Desert. Ich habe dort auch viel Geld liegen lassen. Ich habe das Founder Pack damals geholt für Black Desert. Und ich habe zweimal, glaube ich, den Account aufgeladen mit diesen Perlen oder was es auch immer sind. Und habe mir Outfits gekauft und Sachen. Ja. Denke, wow, krass, okay, die haben es schon irgendwie hingekriegt, dass ich dort habe irgendwie mehr Geld liegen lassen als in so manch anderem MMORPG. Aber ich kann es verkraften, weil ich sage, okay, ich habe auch viel Zeit, ich habe auch viel Spaß gehabt mit dem Spiel, ich habe viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Deswegen, ich hoffe, ihr merkt ein bisschen, ich bin da nicht so ganz negativ, aber auch nicht ganz positiv, was das angeht, denn ich weiß auf jeden Fall um diese Wirkung, diese Sogwirkung, die diese Spiele gerade, was aus dem Hause so über Kakao kommt, Kakao Games kommt, was da an Monetarisierung reingeklatscht wird, ja. Und das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, ja, weil sonst kommt man durch dieses Spiel und diese Suchtwirkung, ja, kommt man in so eine Spirale rein, wo man dann vielleicht sagen würde, okay, hey, komm, diese 10, 20, 30 Euro, komm, die haue ich jetzt auch nochmal rein für dies und das, was es eigentlich gar nicht wert ist. Deswegen, da muss man natürlich schon mit Bedacht hingehen an dieses Game. Was ich auch gesehen habe, was es an, gut, das ist jetzt gerade ein lustiges Beispiel, was hier gerade im Hintergrund eigentlich läuft, ne? Da mit diesen Figuren, die haben da auch Pets, teilweise so Enten und so, die sehen aus wie so Quietsche-Enten in der Badewanne, ja, als Pets, und das sind so Sachen, wo ich mir dann persönlich auch sage, so meine Fresse, ja, brauche ich das wirklich? Ich meine, die wollen mir hier so ein Steampunk Setting vermitteln und wollen hier einen auf Ernsthaftigkeit und einen Krieg zwischen zwei Fraktionen und so und wollen mir das epische Gefühl geben, ja, von einem Spieler, von einem Held. Und dann gibt es dann plötzlich so quietsche, bunte Pets, so Enten und Scheißdreck, was da rumläuft. Finde ich, das ist bei diesen Asia-Spielen schon immer für mich so eine komische Sache gewesen, ehrlich gesagt, ja, weil das, die machen letztendlich aus meiner Perspektive die Atmosphäre komplett kaputt, ja. Die einfach bam, alles, was sie eigentlich an Lore gemacht haben, was sie an irgendwelchen Intro-Trailern und heroischen Gefühlen in einem geweckt haben, machen sie mit diesen Pets, bumm, kaputt. Ja. Bam, weg ist es. Ja. Ich fühle mich nur noch wie in so einem scheiß Jahrmarkt irgendwo, wo ich auf so eine scheiß Bimmelglocke drücke oder irgendwie mit einem Gewehr irgendwelche Figuren runterschieße, ja, und belohnt wird mit irgendeinem scheiß Kuscheltier. So, das finde ich mega, mega schlecht eigentlich, ja. Andererseits, ihr wisst es ja selber so gut wie ich, denke ich. Wir haben wirklich eine Dürrephase, was MMORPGs angeht. Deswegen Props natürlich an die Entwickler und an die Publisher da, die jetzt natürlich Gas geben da von Asien aus und hier auch auf den westlichen Markt kommen wollen mit dem Zeug. Also auch mit was Lost Ark angeht zum Beispiel, soll ja auch dann kommen über Amazon Games Published, ja. Und das, was der Westen und was die westlichen Entwickler momentan dann nicht auf die Reihe kriegen, da mal hier wieder ein geiles AAA-MMO rauszuhauen, ja, versuchen jetzt die Asiaten, weil die haben das Cash anscheinend momentan und die haben die Entwickler und die haben die Ressourcen, um das hier rauszuhauen. Und sie machen es, sie versuchen es und immerhin, sie versuchen es, ja. Ich will ja nicht sagen, jetzt allein von den Trailern oder was ich jetzt da so gesehen habe, ist das Spiel kompletter Müll? Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, es könnte gut Müll sein, ja. Das werden wir aber natürlich erst wieder herausfinden, wenn wir spielen können. Und damit wir spielen können, haben wir schon wieder in ein Founder Pack investiert, ja. Kann ich euch hier kurz auf der Landingpage von Daum zeigen, ne?
Hier sehen wir mal ganz kurz, ne, welche Klassen es geben wird. Das ist hier der Warlock heißt er, glaube ich. Das hier ist der Mystic. Das ist die Heilerklasse. Das ist der Tank. Das hier ist... Oh. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was das hier nochmal ist. Das hier ist auf jeden Fall Assassine. Und das hier ist der Ganzlinger heißt er, glaube ich, ne? Also hier, der hier erinnert mega stark, falls ihr den Ganzlinger von Lost Ark kennt, von den Fähigkeiten, was man sehen kann, von den Angriffen, von dem Movement, was diese Klasse hat. Extrem krasse Parallelen zu Lost Ark. Also es kommt mir fast vor wie Copy-Paste, nur in so in Elion rein. Und ja, das ist Elementarmagier, glaube ich. Elementarmagier, ja. Und ja, hier kann man es vorbestellen, natürlich nur im asiatischen Raum jetzt. Und man sieht hier jetzt halt schon, das sind die Won, ist die Währung bei denen, glaube ich. Und man sieht hier diese Pakete. Man sieht hier, dass es wieder eine Ingame-Währung geben wird. Und hier so ein System, das ist ein Sephiroth-System. Kann ich euch jetzt gerade aus dem Stegreif nicht erklären, wie es funktioniert. Aber man sieht hier schon diese Sternsegen-Effekt, zum Beispiel 30 Tage lang oder so. Ja, das sind halt alles wieder solche Sachen. Jagderfahrung wird erhöht, Droprate wird erhöht, Inventarplätze werden erweitert. Ne? Das erinnert mich sehr stark an Black Desert. Und das hier ist, glaube ich, das kann man so umrechnen, wie das erste Paket hier links sind etwa so 7 Euro, glaube ich. Ja, und entsprechend könnt ihr es dann hochrechnen, also 7, 25, 60 Euro, sowas rum. Hier wird es wahrscheinlich wieder 80 Euro kosten oder so. Wir werden sehen, ja, wie sich das ausgeht, das Ganze. Was kann man sonst noch sagen? Ja? Ich meine, der Release-Trailer, ehrlich gesagt, mich hat er jetzt nicht besonders vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Der war jetzt irgendwie... Ja, schön, ein paar Lichteffekte, hier eine Welt, ne? Dann da Drachen, dann da irgendwelche Monster, dann hier jemand wieder, der im Minirock rumrennt, da wieder Kampfdrama, sie hauen sich ein bisschen auf die Fresse. Und hier natürlich Belagerungsschlachten, ne? Also PvP soll ein großer Punkt sein von Elion. Im Endgame vor allem kann man jetzt schon sehen, wenn ihr bei YouTube ein bisschen auf die Suche geht, werdet ihr es schnell finden, da gibt es riesige Massenschlachten schon, die in der Beta passiert sind. Das finde ich nice, sehr nice sogar, wie viele da auf einen Bildschirm kommen können mit dieser Unreal Engine, das ist die Unreal Engine 3, wenn ich es recht im Kopf habe. Also dass das da funktioniert hat, finde ich schon krass und wäre natürlich mega geil, wenn das im Endgame so gut abgeht und man da so riesige Schlachten machen kann, ja, gegen andere Gilden, gegen andere Spielergruppen. Mega nice, ne? Will ich nicht sagen. Das hat Potenzial. Ja. Aber ansonsten so, weiß ich nicht, was man davon erwarten kann von dem Game. Auf jeden Fall ist da jetzt, nee, das ist nicht mehr, das ist Genshin, glaube ich, ne, wie es heißt. Aber es wird noch ein Showcase geben. Ich kann es euch gerade nicht sagen, wann genau. Es steht irgendwo hier auf der Seite, aber ich kann es euch jetzt gerade nicht direkt raussuchen. Müsst ihr auf jeden Fall mal die Augen offen halten, dass da wird noch was kommen. Vielleicht kann ich euch auch noch irgendwo den Link mit auf den Weg geben, dann in der Videobeschreibung unten. Auf jeden Fall ist das von mir jetzt erstmal alles, was ich zu Elion kurz loswerden wollte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich es ausprobiere, ob ich in ein Founder Pack investiere und mir die Show da gebe, wo ich dann vielleicht 2, 3, 4 Wochen Bock und Spaß dran habe und dann sage, okay, ist halt wieder so ein Ding wie die meisten Fast Food MMOs. Ja. Wir werden sehen. Ich halte die Augen offen und mal gucken, wie es dann aussieht. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Bin gespannt, ob ihr spielen werdet. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns bei einem nächsten Video. Freue mich auf euch. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Relic.